Ladies and Gentlemen, willkommen bei einer neuen Folge von der Cora Sanchez Show. Heute mit dem Danny Söder! Bro! Willkommen! Danke, dass ich da sein darf. Die Energie sehr ist auf gerne. Jeden Fall da. Ja, Mann, danke, bist du da. Ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich bin schon lange Fan der Entrepreneur University, das weißt du. Und heute können wir mal ein bisschen plaudern. Und ich freue mich sehr drauf. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich starte mal mit der ersten, die mich sehr wundern nimmt. Du hast so viel Erfolg selbst, hast du was Großes aufgebaut. Wir reden später darüber. Und du hast auch Legenden kennengelernt, die schon so vieles in ihrem Leben erreicht haben. Die Frage ist, was die unkonventionellste Lektion, die du gelernt hast? Nicht motiviert sein, sondern irgendwas Tiefgehendes. Was die unkonventionellste Lektion? Die unkonventionellste Lektion ist, dass alle Menschen nur mit Wasser kochen und alle Menschen, die vermeintlich so erfolgreich sind, die gleichen Naturgesetze haben, wie du auch. Und was ich daraus ableiten würde, ist, um so ein bisschen Erfolg zu entmystifizieren, das Geheimnis um deine Zukunft ist in deiner täglichen Routine versteckt. Und ich glaube, das ist die größte Lektion, die ich bisher hatte. That's some crazy shit. Bro, das ist deep. Was war das dran? Können wir da gleich anknüpfen? Was bedeutet das für dich? Und was bedeutet das für die Menschen konkret? Ja, wie gesagt, also ich glaube, jeder kriegt so sein Skillset. Der eine mehr, der andere weniger. Und auch unterschiedliche Dinge. Und die dann in seinem täglichen Leben zu implementieren, das über einen gewissen Zeitraum, das ist das, worauf es ankommt. Alle erfolgreichen Menschen machen genau das. Das, was sie gut können, über einen langen Zeitraum diszipliniert. Und das versuchen wir auch. Und es ist genauso, wie wenn man eine warme Mahlzeit haben möchte, zum Beispiel Reis abkocht. Wenn du den Herd immer an und ausmachst, wirst du nie diese warme Mahlzeit haben. Wenn du sie mal aber für einen gewissen Zeitraum anlässt, dann kannst du auch irgendwann mal dir den Bauch vollschlagen. Also das ist die unkonventionelle Selektion. Das ist wirklich geil. Ich danke dir vielmals. Ich glaube, wir sind ja hier, damit Leute was aus ihrem Leben machen. Wir alle haben eine Chance. Und ich glaube, Unternehmertum heißt, wir unternehmen was. Wir sind proaktiv, wir machen selbst was. Wir finden einen eigenen Weg. Du wärst zuerst Fußballprofi geworden und dort herrschen so, sage ich jetzt mal, strikte Strukturen und Hierarchien, das ist alles sehr prozessorientiert, sage ich jetzt mal, und hättest du dort reingepasst oder bist du froh, dass du heute mehr nach eigenen Spielregeln sozusagen operieren kannst? Ich habe zum damaligen Zeitpunkt nicht reingepasst, weil du als sehr junger Mann schon ein Mann sein musst. So mit 16, 17 musst du mental schon so weit sein, um sich bei dieser Leistungsdichte dann auch final durchzusetzen. Und ich glaube, ich war noch nicht bereit. Ich war noch nicht bereit, für mein Recht einzustehen. Ich war noch zu schüchtern. Ich war noch nicht bereit, mir das zu holen, was mir gehört. Heute kann ich das. Und heute tue ich das auch auf meine Art und Weise. Ich persönlich bin in der Retrospektive froh, dass ich damals nicht so weit war und einen anderen Weg einschlagen durfte, weil ich heute so viel mehr kennenlernen durfte. Mein Weltbild hat damals aufgehört, wo die Spielfeldlinien quasi enden. Über Fußballtag geträumt, das war alles für mich. Mhm. Aber ich glaube, es ist schon eine sehr kleine und begrenzte Welt und ich bin froh, dass ich, wie man so schön sagt, meinen Horizont erweitern durfte und ich mich auf eine andere Reise begeben durfte. Mega schön. Das sind die Dinge, die im Leben einfach passieren. Ob das Schicksal oder Zufall ist, egal. Ja. Ist wunderschön. Ja. Und auch unplanbar irgendwie. Viele junge Menschen können auch nicht planen. Sie fühlen sich lost in dieser Welt heutzutage. Hättest du eine Idee für eine Utopie und wie würde die aussehen? Zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen für alle und dann macht euer Ding. Oder wie würde diese Welt aussehen, wenn sie nicht an diesen Kapitalismus oder an dieses System angehängt wäre, wo es jetzt gerade ist? Sehr, sehr spannende Frage. Ich würde tatsächlich
gerne eine Welt sehen, eine Utopie aktuell noch, aber ich glaube, wir entwickeln uns tatsächlich dahin, dass es erstmal darum geht, zu verstehen, an mir zu arbeiten und das nach außen zu tragen, weil die ganzen Menschen ertrinken an äußerer Fülle und verdursten an innerer Leere. Und würden sie verstehen, dass das Leben von innen nach außen funktioniert, wären sie so viel erfolgreicher und wüssten auch, was sie im Außen tun wollen. Das bedeutet, ich glaube, erstmal den Blick nach innen richten und darauf die Priorität setzen. Alles andere folgt dann in der Kausalkette. Das heißt, ich würde gerne auch im Rahmen der Entrepreneur University, aber gerne noch in der institutionellen Bildungssystem einen Zugang Menschen geben, wie sie erstmal innere Ruhe, inneren Frieden und dieses Persönlichkeitsentwicklungsthema für sich auch sehr frühzeitig lernen. Finde ich mega schön. Also vielleicht kann man das so zusammenfassen. Viele wollen in der äußeren Welt den Durchbruch, wollen berühmt sein, erfolgreich, aber sie müssen eigentlich den inneren Durchbruch erreichen, weil dann wird es auch draußen funktionieren und klappen. Wir sind alle Menschen. Absolut. Man sagt, es gibt ein schönes Sprichwort, so ein Kalenderspruch, aber er hat schon einen hohen Wahrheitsanteil. The way in is the only way out, aus dem Dilemma quasi. Ne? Und so sehe ich das auch. Deswegen würde ich das so sehen. Und die meisten Leute wollen ja immer was Großes darstellen und jemand Großes sein. Aber ich glaube, wenn man so nach dem Motto run away from greatness and greatness will follow you lebt, dann ist man, glaube ich, auf der richtigen Spur, auf der richtigen Fährte. Also es klingt bis jetzt alles sehr harmonisch und wunderschön, wenn ich dieses Gespräch mit dir so beobachte. Und das heißt, unsere Welten, unser Bewusstsein mit Leuten wie du, die vorausgehen, wir entwickeln uns zu empathischen Individuen, die die Vision haben und was Gutes in die Welt heraustragen. Das ist nicht mehr dieser 80er Macho-Stereotyp, sondern das sind andere, wir sind andere Männer geworden. So, das ist eigentlich eine krasse Entwicklung, wenn man sich das mal so vor Augen hält. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung, glaube ich. Voll, voll. Aber auch die Machos der 80er haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Ich glaube, irgendwo ist das alles, gehört das alles zusammen und auch der Mann von heute darf seine männliche und sollte, glaube ich, auch seine männliche Energie ein Stück weit ausleben und positionieren. Es ist immer der goldene, gesunde Mittelweg, würde ich sagen. Ja. Sehr schön. Ich will gerne wissen, ob es bei dir mal Klick gemacht hat. Hast du so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, oh mein Gott, wie im Film, der hat mein Leben verändert. So. Gibt's, also natürlich gibt es vielleicht mehrere sogar, wenn ein Kind zur Welt kommt oder wenn man heiratet oder was auch immer. Was kommt als erstes so? Wow. Alleine die Tatsache, dass ich darüber zu lange nachdenken muss, dass es diesen einen Moment, diesen einen ganz konkreten Moment nicht gab. Ich glaube, es war die Summe aller Dinge, der Prozess. Und ich glaube, ich kann jeden Tag so einen Aha-Moment haben und die reihen sich dann aneinander und formen dann das, was letzten Endes gerade hier in diesem Podcast vor dir sitzt, in dieser Show vor dir sitzt. Also von daher, es gibt nicht diesen einen Moment, hat zwar jetzt nicht den hohen Unterhaltungswert, ist aber die Wahrheit, es ist der Prozess. Jeden Tag aufmerksam sein, jeden Tag interessiert zu sein, statt auf Krampf interessant wirken zu wollen. Und wenn du zuhörst, dann kannst du auch was mitnehmen jeden Tag. Das klingt sehr weise. Ich habe letztens an der Straßenecke eine Katze getroffen, mache ich oft, aber es ist eine Katze gewesen, die hat so wie einen tausendjährigen Geist in sich gehabt. Die war wie Yoda, wie Meister Yoda aus Star Wars. Da muss ich sagen, das war ganz speziell. Und ich habe gedacht, diese Seele ist irgendwie anders so. Meditierst du täglich? Habe ich für einen gewissen Zeitraum, ist bei mir immer so eine Kombi aus Meditation und Gebeten. Wow. Und aktuell liegt der Fokus mehr auf Gebeten. Und wie kann man da den Unterschied, also was ist anders daran im Prozess oder vom Gefühl? Das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Meines Erachtens nach ist Meditation die Beobachtung von dir und dem Sein selbst, ist auch die Kontrolle und das, der bewusste Umgang mit dir selbst. Und Gebete sind meiner Erfahrung nach, so wie im klassischen Sinne man das versteht,
der Dialog zwischen Schöpfer und Schöpfung. Oh, Also, wow. Ja. das ist schon ein Unterschied. Also, für mich ist Meditation die Beobachtung von dem, was in mir selbst passiert, und das Gebet ist wirklich, ich adressiere das an den Schöpfer selbst. Ja? Und da gibt es meines Erachtens nach auf jeden Fall einen Unterschied, aber vielleicht gibt es Leute in deiner Show, die das besser beantworten können und da noch eine andere Erfahrung zu haben, die das gerne in den Kommentaren und Co. Mal von sich geben können. Vielleicht können die uns da beide auch auf die Sprünge helfen. Das ist mega auf jeden Fall. Also ich kenne viele Personen, die sehr spirituell sind oder auch schon vieles gemacht haben. Aber ich glaube, du hast vom Schöpfer geredet und das ist ja auch eine spirituelle Entwicklung, die man durchmacht. Und das hat bei dir dazu geführt, dass du Unmögliches möglich machst. Also du bist für mich der zum Beispiel, kommt Mike Tyson so, kommt Arnold, das sind für mich unmögliche Dinge, die du möglich gemacht hast. Das heißt, es gibt dir auch die Kraft, solche Dinge zu machen. Der Schöpfer. Bisschen schwierig, aber ist es eine Energie? Ist das ein Individuum? Ist es wichtig, wie man das sieht überhaupt? Spielt das eine Rolle? Ich denke schon. Es gibt mal einen islamischen Mystiker, der meint, er wäre Gott begegnet, und Gott hat ihm geantwortet. Als er ihm begegnet ist, hat er gefragt: Wer bist du, Gott? Und Gott antwortet darauf: Sag du es mir. Was die Quintessenz dessen ist, ist dein Gottesbild erschafft deine Realität auch von Gott so ein Stück weit. Das bedeutet, wenn du Atheist bist und denkst, dass Gott nicht Existenz ist, validiert er deine These, indem er sich dir offenbart als non-existent. Und wenn du an einen allmächtigen Gott glaubst, der mit dir in Gespräch gehen kann, der dich unterstützt, dann versetzt vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes der Glaube Berge. Also von daher ist das Gottesbild, glaube ich, schon entscheidend dafür, wie Gott mit dir interagiert. Du redest von Gott, finde ich mega schön. Ich habe das nicht auf meiner Karte jetzt, aber ich muss noch mal weiterfragen kurz. Der Glaube kann so viel Schönes in einem Menschen oder für uns als Gesellschaft hervorbringen und seinen Frieden. Und trotzdem gibt es ja diese verschiedenen Religionen und auch diese Konflikte und diese Reibungen dadurch. Aber was wären wir ohne einen Glauben? Jeder von uns hat hoffentlich ein Glauben oder glaubt. Was wäre die Welt ohne ein Glauben? Aber warum gibt es immer noch diese Differenzen? Ja, ich glaube, jeder glaubt in irgendeiner Form und würde da auch niemanden irgendwo reinreden. Ich will mir eine Welt ohne Glauben gar nicht ausmalen, um ehrlich zu sein, weil es wäre ein sehr hoffnungsloser Ort, und in meiner Welt gäbe es ja auch gar keinen Ort ohne den Schöpfer selbst. Also von daher, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will mir das gar nicht ausmalen. Ich bin froh darüber, dass es diesen Glauben gibt und der Gott sei Dank auch weit verbreitet ist. Jeder hat so seinen Glauben. Das ist auch in Ordnung. Und ich hoffe, dass da diese Toleranz auch noch mehr zunimmt. Ich habe das Gefühl, dass die Toleranz auch zunimmt, und diese ja, verfahrenen Strukturen sich so ein bisschen aufweichen, was, glaube ich, auch gut ist. Genau, aber ich glaube, eine Welt ohne Glaube ist schwierig, kann sehr moralisch werden, kann sehr kurzfristig gedacht werden. Ja. Das ist ein wichtiges Thema, glaube ich wirklich. Und wir sind eine große Familie, wir sind eine universelle große Familie. Auch du in deiner Familie, ihr habt viel zusammen erreicht, zusammengehalten, Großes bewegt. Wie ist dieser Zusammenhalt zu beschreiben? Das können nicht alle haben. Und dann so was aufzuziehen wie die Entrepreneur University, wo wir gleich darauf zu sprechen kommen. Ist das Family Business oder wie nennt man das? Und wie schafft man Ja, das? kann man schon so sagen. Ich sehe tatsächlich fast alle, die hier arbeiten, und das ist jetzt keine Floskel, in gewisser Form als Family. Du spielst jetzt wahrscheinlich auf das Gründungsteam an, also mein Zwillingsbruder, als wir dann gemeinsam als Brüder eben gestartet sind und gegründet haben und dann auch meine Mutter noch mit ins Boot geholt haben,
und als Mitarbeiterin eingestellt haben. Ja, schön. Ist voll die schöne Journey. Mein Zwillingsbruder und ich waren schon immer, auf gut Deutsch gesagt, ein Kopf und ein Arsch. Also von daher, wir waren schon immer unzertrennlich und es war irgendwie dann auch naheliegend, dass wir gemeinsam gründen und diese unternehmerische Journey gemeinsam antreten. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das ist schon sehr familiär hier auch in der Unternehmung. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsgeheimnisse, die wir haben, nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern auch die Brand, obwohl sie so eine gewisse Größenordnung erreicht hat, hat immer noch so einen gewissen familiären Touch. Die Leute kommen wirklich gerne zu unseren Veranstaltungen, obwohl sie so groß geworden sind, sich immer noch familiär anfühlen. Und diese Aura, diese Liebe im Detail, glaube ich, appreciaten die Leute. Und daraus entsteht dann auch diese Community. Eine Riesen-Community, Riesen-Events mit Menschen, die für jeden was haben. Jeder von uns kann sich was abschneiden von solchen Persönlichkeiten. Kannst du das in Worte fassen? Ist es dein Lebens... Das wird ja euch überdauern. Das ist ja wie ein Monument, das da steht. Und ich denke, das wird auch weiterleben, noch lange. Hast du das mal gedacht, dass du sowas auf die Beine stellst? Ist das ein bisschen surreal? Ja, also da fällt mir tatsächlich ein Moment ein. Ich weiß noch, als wir 2019 das erste Mal in Wiesbaden im Rhein-Main-Kongress-Center veranstaltet haben und du malst ja aus, wie es sein soll und das war zum ersten Mal die Mainstage mit 7000 Menschen, restlos ausverkauft. Und wirklich Stadionatmosphäre da und du siehst, wie diese Eventtechniker Tage vorher aufbauen und machen und tun und siehst dann dieses Bühnenbild und denkst dir so, what the fuck, was ist hier draus entstanden aus dieser Idee und aus der ersten Veranstaltung und das wirkte echt surreal und dann kam Mike Tyson, Richard Branson und ganz viele große Namen und du denkst dir so, ey, wie ist das irgendwie passiert in solch kurzer Zeit, das war wirklich genial und es war auch ein schöner Moment und dafür macht man das auch, für diese Momente. Was würdest du den Menschen sagen, was muss man in sich haben, um sowas zu tun, um sowas wie du schaffen zu können? Weil das ist nichts Alltägliches, das ist nichts Normales. Warum macht nicht jeder sowas? Was denkst du? Oder sind es die Schicksale, die Lebensgegebenheiten, die Settings, wo die Leute schon auf die Welt kommen, die schon es sehr schwierig machen? Oder denkst du, jeder hat die Möglichkeit, wenn er an ein Buch kommt, was zu essen hat, irgendwie die Welt zu erobern? Wie siehst du das? Oder gibt es schon Hürden vor der Geburt, um sowas schaffen zu können wie du? Ich glaube schon, dass er mit gewissen Talenten ausgestattet werden. Der eine dort, der andere dort, aber jeder hat in seinem Rahmen seinen Genius-Bereich. So jeder kann, glaube ich, maximal was abreißen, im positiven Sinne. Ja. Und bei uns war das halt jetzt Events, das könnte auch was anderes sein. Ja. Aber ich glaube, jeder kann Dinge, wie wir es tun, erreichen. Und da schließt sich eigentlich der Kreis. Man darf identifizieren, was man gut kann. Oftmals ist eine Indikation dafür, was man gut kann, wenn einem Dinge so leicht fallen, dass man es selbst gar nicht als Stärke anerkennt, weil man sagt, hey, das ist doch selbstverständlich, das ist doch easy, um Menschen zu sprechen beispielsweise. Also nur mal jetzt, um Speaker oder so als Beispiel anzuführen, oder ist doch easy, den Ball 100 Mal hochzuhalten, ohne dass er runterfällt. So, das ist so selbstverständlich, dass du fast selbst gar nicht darauf kämst, zu sagen, dass das meine Stärke ist, weil es dir so natürlich von der Hand geht. Und wenn du das erkennst und dann das, da sind wir wieder in der Metapher, mal lange aufdrehst den Herd und den Reis quasi mal irgendwie warm lässt und angedreht lässt den Herd, für einen gewissen Zeitraum, dann entstehen solche Dinge. Ja. Und deswegen, ja, wenn man es lange genug macht, das, was man gerne macht und gut macht, dann kann das absolut jeder. Hey, das klingt wie Peter F. Drucker, die Management-Legende aus Amerika. Tue die richtigen Dinge richtig für eine richtig lange Zeit und dann sieh, wo du hinkommst. So, okay, krass. Ja.
Und es hat, das ist auch eine Gemeinsamkeit von den Erfolgspersönlichkeiten, die wir auch immer wieder auf den Bühnen haben oder im Podcast oder sonst wo. Die wissen, was die können, die glauben dran, ziehen es sehr lange durch, so nach dem Motto: Fokus, follow one course until success. Ne? Dafür steht Fokus ja auch so ein Stück weit. Und dann habe ich noch wenige Leute scheitern sehen. Das stimmt. Wenn du mal den Marathon läufst, kommst du auch irgendwo hin, wenn du nur lange genug läufst. Ja, auf jeden Fall. Noch eine Frage wegen Geld natürlich. Ja, so Riesenevents, die Superstars, die kosten vielleicht auch was, vielleicht nicht. Es geht um Geld, du hast selbst Geld verdient, du hast die Magie des Geldes, sage ich mal, verstanden und das als Energie angesehen, weil du ziehst es ja auch jetzt, also man zieht es ja dann auch an irgendwie. Was würdest du den Jungen raten, wie sollen sie über Geld denken, sollen sie die Apps runterladen und traden und denken, sie werden reich übermorgen auf Digital Cryptos? Oder wie sollen die Kinder über Geld denken und was sollten sie für eine Einstellung haben? Was bringt man denen, was gibt man denen mit? Also jeder darf auch für sich bewerten, was für ihn Geld ist und welcher Stellenwert Geld für ihn ist. Mir hat Geld nie so viel gegeben. Ich habe es gerne, ich wehre mich nicht dagegen und ich verteufel es auch nicht. Also ich sage, es ist ein Mittel zum Zweck für die Dinge, die ich gerne tue. Ich glaube aber, die krampfhaft dem Geld nachjagen werden, Geld immer jagen, weil Geld meines Erachtens nach in der Regel ein Nebenprodukt ist, was anfällt. Beispielsweise ein Cristiano Ronaldo, der erfolgreichste Sportler aller Zeiten, wenn es ums Thema Geld verdienen geht, hat im Kinderzimmer nicht gesessen und gesagt, ich möchte mit Fußball Geld verdienen. Er hat einfach, jetzt sind wir wieder bei der Frage von eben, er hat einfach das, was er sowieso super gerne macht und gut macht, über einen gewissen Zeitraum ganz konsequent durchgezogen und Geld ist als Nebenprodukt dazugekommen. Und ich glaube, wenn du dich auf die Dinge konzentrierst, die du gut kannst und die lange genug machst, fällt Geld als Nebenprodukt an. Ja? Und deswegen würde ich Geld nie als mein oberstes Ziel definieren, sondern immer eine Vision sehen, auf die ich intrinsisch eingenordet bin. Und dann kommt Geld von ganz alleine, aber du darfst dann auch deine Hände öffnen, wenn es kommt, ja, und es nicht verteufeln. Hey, damit. Nee, schön. Also es ist was Energetisches, so wie du das beschreibst, es stimmt, weil alle die Leute, die das so gemacht haben, wie du das geschafft hast, sagen das Gleiche, es ist so. Tu das, was du liebst, wo du gut drin bist, lange genug und das Geld ist ein Nebenprodukt, das fällt da raus oder fällt da rein in die Tasche. Es ist Magie. Man muss aber auch den Mut haben, es zu tun und von äußerlichen Umständen. Viele Leute müssen schon überleben, Rechnungen zu bezahlen oder zu essen oder so. Den Side-Hustle dann und alles. Also das während dem Leben zu jonglieren, während dem ganz normalen Wahnsinn. Ich glaube, das ist auch eine Kunst. Ja, aber die Dinge, die du wirklich tust, die geben dir ja Energie, statt sie dir zu nehmen. Genau, ja. Von Side-Hustle. Es kann ja sein, dass jemand aktuell noch seine Rechnung zahlen muss mit einer Sache, die er nicht so mag. Also sein Geld verdient im Angestelltenverhältnis beispielsweise, was er nicht so feiert. Und das macht er, weil er seine Rechnung bezahlen muss. Ich sage nicht, spreche alle Zelte ab und mache nur noch follow your passion und sage ich nicht. Aber dann zieh doch die Energie aus deinem Side-Hustle. Wenn dir das Energie nimmt, dann ist es nicht deine Passion, dann ist es nicht dein Ding. Wenn es dir Energie gibt, dann machst du es ja gerne. Und dann freust du dich auf 18 Uhr nach der Arbeit beispielsweise, um dann nochmal 4 Stunden reinzuballern, statt 3 Stunden auf TikTok zu scrollen und dann noch eine Netflix-Doku zu sehen. Du beziehst ja Energie daraus. Also von daher kannst du gar nichts verlieren. Das ist sehr gut. Ich glaube, das hilft jedem in so einem Moment, das so zu sehen. Hey Bro, man kann nichts verlieren. Es soll dir Energie geben, sonst ist es sowieso nicht die richtige Sache. So, finde ich sehr schön. Jetzt kommen wir noch zum anderen Punkt, zu der Kehrseite vom Erfolg und vom Geld und vom alles funktioniert und zwar von Zweifeln. Das sind die größten Verräter von uns. Zweifel sind unsere größten Verräter und wir alle haben auch Angst. Und ich glaube, Angst ist für viele Leute der größte Feind, um wirklich ihre Träume zu leben. Was kannst du uns über Angst erzählen? Wie gehst du mit Angst um?
Sind wir alle in einer Simulation? Elon Musk? Angst ist tatsächlich einer der größten Blockaden. Ich persönlich würde immer empfehlen, auf die Angst zuzurennen, weil hinter deiner Angst steckt oftmals deine größte Stärke oder die größte Befreiung. Verlierer bleiben stehen, wenn sie Angst haben. Gewinner rennen weiter, weil sie wissen, was dahinter steht, nämlich Wachstum, Befreiung. Deswegen Angst ist auch schon wieder eine mega gute Indikation für Wachstum. Angst ist etwas, du bewegst dich außerhalb der Komfortzone. Ich möchte lieber da bleiben. Bleib lieber da, komm lieber zurück. Aber Verlierer bleiben jetzt in der Komfortzone. Gewinner laufen weiter. Und auch hier wieder so ein Kalenderspruch, der nicht umsonst auf vielen Kalendern draufsteht. Mut ist ja nicht die Abstinenz von Angst. Mut ist ja trotzdem aktiv zu werden. Trotz der Angst. Ja, wow, ja, das ist schön. Ja. Und deswegen ist Angst eine mega geile Indikation. Sag, wenn du Angst siehst als Indikation für, cool, ich wachse gerade, ich mach mal weiter, ich bin auf einem guten Weg, dann wirst du sogar positiv süchtig nach Angst. Wo habe ich Angst? Wo spüre ich? Weil ich weiß, dahinter steht Wachstum. Also man sieht anhand von deinen Aussagen, ich bin ein bisschen baff, aber es ist wunderschön, man kann alles aus verschiedenen Perspektiven ansehen. Du hast jetzt die Angst aus dieser Perspektive angesehen, dass sie dich weiterbringt. Ja. Ich glaube, die meisten Menschen sehen nur die Perspektive, was könnte passieren? Oh mein Gott, eine Spinne in meinem Mund oder ich falle vom Balkon. Ja. Aber es ist ja nicht die andere Seite, die du jetzt erwähnt hast. Das ist eigentlich nur Und genau, das ist eine Perspektivenfrage. Leben ist die Summe unserer Entscheidungen, die wir treffen. Und wenn du sagst, ich entscheide mich dafür, dass Angst was Positives ist, weil es mir zeigt, wo ich wachsen darf, dann wirst du die Konsequenzen im positiven Sinne bekommen. Und du stößt einfach eine Kausalkette an. Deswegen, alles ist eine Entscheidung. Und wichtig ist es, da sind wir eher bei der Meditation, bewusst zu werden, dass du immer eine Entscheidung triffst. Und immer dieses, nicht in die, unbewusst der Angst dann, sich der, von der Angst versklaven zu lassen, sondern bewusst die Entscheidung zu treffen und sagen, ich gehe jetzt mal ganz bewusst auf die Angst zu, weil ich weiß, dahinter liegt Wachstum. Deswegen ist der Schlüssel zum Erfolg eigentlich oft Bewusstsein. Ja. Sich Dinge bewusst vor Augen führen. Bewusstsein. Und so erfolgreiche Menschen, die meditieren ja nicht aus Spaß an der Freude, die sehen ja da auch eine Intention und die nutzen das als Tool, um erfolgreicher zu werden. Und von daher würde ich auch sagen, das Bewusstseinslevel in einem selbst jeden Tag zu steigern, weil wenn du dich bewusst entscheidest für etwas, bist du viel mehr der Regisseur deines Lebens statt der Sklave der äußeren Umstände und deiner Gefühle. Da sind wir jetzt so beim Mittelpunkt der Erde angelangt sozusagen. Ich glaube, das ist wirklich eine Frage des Bewusstseins. Und ich habe bei mir gespürt zum Glück, ich habe mehr von der Vergangenheit losgelassen, mehr von der Zukunft und bin fast die ganze Zeit jetzt hier im Moment. Und das ist auch eine Art Bewusstsein. Ja, absolut. Ich bin mir den gegenwärtigen Moment zu 1.000.000% bewusst. Ja, ich glaube, nur darin ist ja unser Hebel. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und wir können die Zukunft nur durch die Gegenwart beeinflussen. Von daher gibt es so eine schöne Geschichte. Es existiert ja auch nichts anderes außer die Gegenwart. Gibt es so eine schöne Geschichte. Da hat ein Gastronom draußen ein Werbeschild hängen und da steht, morgen gibt es hier umsonst Essen. Freibier. Ah ja, Essen. Okay, habe ich schon gehört. Fährt jemand vorbei, sieht das, kommt einen Tag später in die Gastronomie rein, geht zum Gastronomen und sagt, ich hätte gern mein Freibier oder mein kostenloses Essen. Dann sagt er, hast du das Schild nicht gelesen? Morgen gibt es hier umsonst Essen.
Das Morgen ist immer dort, ist nie da. Deswegen, Gegenwart ist das Einzige, was da ist. Und nur dahin können wir eine Hebelwirkung haben. Jetzt von Eckhart Tolle. Kleine Buchempfehlung an dieser Stelle. Ist ein geiles Buch. Dalai Lama, ich muss noch was über Unternehmertum sagen. Was ein bisschen kritisch ist, obwohl wir alle Unternehmer sind, wir bewegen alle was. Aber Dalai Lama hat mal gesagt, und ich finde ihn einen tollen Menschen, aber vor allem auch der Buddhismus finde ich sehr interessant. Wir brauchen nicht noch mehr Erfolgreiche, wir brauchen mehr Künstler, Heiler und Sinnstifter. Braucht die Welt noch mehr Elon Musk und Jeff Bezos, und warum muss jeder, der ein Startup gründet, immer das neue Google erfinden wollen oder Facebook? Wie siehst du das? Hm. Ist ein Trend. Ja, voll, voll. Also am Ende des Tages steht ja immer die Frage nach dem Motiv. Warum tun wir das, was wir tun? Und ich glaube, wir suchen nach Glück. Und das ist unsere Ausdrucksform oder unser Streben nach Glück. Mhm. Nur wir haben so viel Innovation gebracht und so viel äußeren Komfort. Ja. Dieser äußere Komfort hat unsere Gesellschaft nicht wirklich glücklicher gemacht. Das heißt, ich glaube, die Gesellschaft muss nicht höher, schneller, weiter und das nächste Facebook bauen und Co. Ich glaube, dieser äußere Komfort hat uns nicht glücklicher gemacht, und immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, ist ja nach Albert Einstein Wahnsinn. Dementsprechend würde ich sagen, ein Strategiewechsel, wenn das Wichtigste doch glücklich sein ist, wäre angebracht. Und deswegen auch hier wieder der Blick nach innen statt nach außen, die Utopie, von der wir es vorhin hatten. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich glaube vielleicht mehr, da bin ich voll beim Dalai Lama, mehr Sinnstifter, mehr Leute, die ein bisschen entschleunigen und sagen, ey, guck mal, richte mal den Blick nach innen und nicht nur nach außen. Nee, wirklich, oder? Ja. Das war jetzt Spaß. Aber es ist wirklich schön gesagt, aber etwas steht leider diametral dieser schönen Vorstellung, dieser Utopie entgegen. Menschen wie du und viele andere entwickeln sich in diese Richtung, aber wir sind 8 Milliarden. Und ein Pessimist würde jetzt sagen, ja, es könnte sein, das Erwachen des Bewusstseins, die Steigerung des kollektiven, menschlichen, erdlichen Bewusstseins auf eine neue spirituelle Ebene. Aber da kommt leider das Handy in den Weg. Und das, was du am Anfang gesagt hast, die Reizüberflutung, die ist schon massiv da. Solange das nicht abgestellt wird, auf Deutsch gesagt, solange da nicht der Stecker gezogen wird, werden immer noch viele Menschen in diese Richtung manipuliert und haben dann eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und sind eben nicht in diesem Bewusstsein und werden dann auch nicht glücklicher werden, denke ich. Absolut, das ist ja genau das, was wir vorhin hatten. So, das Geheimnis deiner Zukunft ist versteckt in deiner täglichen Routine. Wenn die Menschen jeden Tag am Handy hängen, dann ist das Ergebnis vorprognostiziert. Die Frage ist jetzt, Content-Creator wie wir, ich bezeichne uns jetzt mal als Content-Creator, mit der Show, mit unserem Event, mit unserem eigenen Podcast und Co., die landen ja gegebenenfalls mal kurz auf dem Radar, in dem Konsumverhalten der Leute. Damit finden wir statt auf den Kommunikationskanälen, die in der Regel eher eine schlechte Entwicklung zur Folge haben, versuchen aber, die Leute kurz ins Bewusstsein zu bringen, zu sagen, ey, jetzt darfst du gerade eine Entscheidung fällen und einen anderen Weg einschlagen. Und vielleicht ziehen wir die Leute kurz ein paar Sekunden und der Algorithmus fängt sich an zu verändern und werden nach der Cory Sanchez Show angezeigt im Algorithmus und danach vielleicht jemand anderes und der Algorithmus ändert sich und auf einmal kann dieses Tool, was uns Verderben ist ja alles subjektiv, aber was ins Verderben bringt, ein Tool für Glückseligkeit werden, weil man sich weiterbildet, weil man positive Dinge lernt und in seinen Alltag dann wieder implementieren kann. Aber ja, mal sehen, wer da den Algorithmus beeinflusst und die Leute auf seine Seite zieht. Schön gesagt, aber trotzdem, ich will vielleicht auch noch anfügen,
das Internet und die sozialen Medien, ich nutze sie nicht extrem, aber sie haben auch mein Leben unglaublich bereichert und ich hätte all das nicht erlebt oder wäre nicht da ohne dieses Ding. Und deshalb, ja, wie du sagst, auch hier wieder eine Frage der Perspektive und wie man es selbst nutzt und wie man selbst damit umgeht. Wir alle haben immer noch die Kontrolle, wir haben immer noch die Entscheidung. Niemand zwingt einem zu 10 Stunden TikTok, wir können das selbst immer noch entscheiden. Also sind wir immer eigentlich noch Herr unseres. Wenn du bewusst bist, dass du die Entscheidung hast, jetzt sind wir wieder bei Bewusstsein. Yes. Also wenn du scrollst und dopaminsüchtig geworden bist, ja, yep. Dann musst du wieder ins Bewusstsein bringen und sagen, ey, will ich das hier eigentlich gerade? Ja. Ist das das, was ich will? Genau. Die Matrix ist real. Nee, es war wirklich schön, dass wir jetzt zu diesem Punkt gekommen sind, weil ich denke, die großen Fragen des Lebens sind auch die wertvollsten darüber zu reden, wenn sich zwei Menschen wie wir austauschen. Was hast du noch jetzt für Träume und Visionen? Du hast so vieles geschafft. Du bist privat an einem wunderschönen Ort in deinem Leben, an einem wunderschönen Dings. Du bist beruflich an einem wunderschönen Ort, an einer schönen Stelle, in einer guten Position. Was hast du noch für Visionen? Du könntest ja die Welt noch verändern. Du könntest sie nochmal verändern. Du könntest noch so vieles tun. Ja, wir haben eine gewisse Meilensteinplanung mit der Marke Entrepreneur University. Ja. Wir wollen in absehbarer Zeit das größte Unternehmerfestival weltweit veranstalten, wo wir ein komplettes Stadion füllen mit 50.000 Menschen und ja auch Vorbilder wie beispielsweise in Cristiano Ronaldo und Co., dem mich in meiner Fußballerzeit damals natürlich geprägt hat, nach Deutschland bringen. Natürlich noch andere spannende Leute und wollen da einmal im Jahr so ein Festival abreißen, was halt eine internationale oder globale Strahlkraft hat. Das ist jetzt beruflich einer der Visionen, die auch ganz konkret gerade jeden Tag verfolgt und angepackt wird. Ich hatte heute alleine mit der Stadt, in der es ausgerichtet werden soll, den Termin oder einen Call. Also das eine Vision, die sich hoffentlich mal realisiert. Wir sind gerade dran. Ob es uns gelingt, wissen wir heute nicht, aber wir arbeiten täglich daran. Privat würde ich sagen, dass ich immer weiter persönliches Wachstum erziele. Und ich habe jetzt noch gar keine Ahnung, wo mich das hinbringt. Aber ich wäre gerne in 10 Jahren weiter als heute. Und wo ich dann am Ende stehe, kann ich dir gar nicht sagen, was ich bis dahin gelernt habe und welche Impulse ich bekommen habe. Weiß ich nicht. Ich möchte aber nie aufhören, mich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und deswegen habe ich da gar kein konkretes Ziel, sondern bin offen, wie ich mich weiterentwickle. Das sind wunderschöne Worte gewesen. Ich sehe dich als spirituellen Anführer einer Generation von Menschen, die ein selbstermächtigtes, selbstbestimmtes, glückliches Leben führen wollen. Das ist so ziemlich die schönste Aufgabe, die man als Mensch bekommen kann in unserer Gesellschaft. Gehst voran und scheitest den Menschen einen Weg. Und das. Wir sind die modernen Helden von heute. Du bist ein großer Held. Ich versuche auch mein Bestes jeden Tag. Aber das ist eine Held. Ich weiß, selbst kannst du das nicht sagen über dich. Das macht man nicht. Oder das zu Arnold Schwarzenegger, zu amerikanisch dann. Aber das ist wirklich so. Und es gibt nur wenige Menschen, die das sagen können. Und ich denke, du warst schon früher immer ein spiritueller Anführer. Und deshalb, ich glaube, es wird noch einiges im Stadion passieren. Das wird sowieso passieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es ist crazy. Vielleicht letzte Frage von mir noch, bevor du deine abschließenden Worte sprechen könntest. Ist Spiritualität und Liebe der Universalschlüssel zum Glücklichsein, wenn du einen in der Hand halten würdest für das Ziel, ein glückliches Leben zu führen? Wie sieht dieser Schlüssel aus? Ja, für mich ja. Für mich ja. Aber die Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Wow. Und für mich beantworte ich die Frage auf jeden Fall mit ja. Mega. Wow. Ich freue mich auf alles, was noch kommt, auf deine weiteren Großtaten.
Ich werde da immer dabei sein und ein Auge drauf haben, du weißt, und ich werde auch selbst dabei sein, ich werde das schaffen, ich werde das erleben, was ihr da auf die Beine stellt. Ich werde alles in den Videolinks, ich werde in die Beschreibung die Videolinks tun. Aber was solltest du noch sagen, sorry? Nee, alles gut, ich bestehe drauf, dass wir uns mal live von den Farbe dann sehen, auf dem Fauna Summit, also komm vorbei, bring deine Community mit, deine Freunde, deine Family, lass uns da zwei wunderschöne Tage gemeinsam verbringen, es macht absolut viel Spaß, man kriegt viel Mehrwert, man kann sich austauschen mit Gleichgesinnten und von daher darf ein Koray Sanchez natürlich nicht fehlen. Das ist natürlich Balsam für meine Ohren, danke dir vielmals, Danny. Wann ist es das nächste Mal soweit? Was sind die Daten? 6. und 7. April 2024 in Wiesbaden, Rhein-Main-Kongress-Center. Wir sind erfreulicherweise schon extrem weit, was die Vermarktung anbelangt. Wow. Von daher ist da gar nicht mehr so viel an Kontingent da, aber noch kann man dabei sein und wir freuen uns natürlich über jeden, der da ist. Freunde, schlagt noch zu, holt euch noch die restlichen Tickets auf jeden Fall. Und wir werden uns auf jeden Fall auch in Deutschland sehen. Ich werde auf jeden Fall mein dorthin bewegen. Und es hat mich wirklich mega gefallen. Es war mir wirklich eine Ehre, Danny, dass wir uns gehört haben. Und hoffentlich bald mal in Live und Farbe. Ja, super gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und liebe Grüße an alle, die zugehört haben und zugeschaut haben. Danny Söder, danke dir vielmals. Gerne. Bis bald wieder, mich freut. Danny Söder. Ciao.